Moin Moin und willkommen hier auf meinem Kanal zu einem weiteren neuen Spiel für die Switch. Also neu ist das Spiel nicht, aber es ist gerade im Sale, eigentlich auch nur noch heute, beziehungsweise gestern. Kommt drauf an, wann ich das Video hochgeladen habe. Aber, und es ist ein Angebot gewesen für, oh, ich glaube, irgendwie nur für 10 Euro oder so. Kostet eigentlich 64. Ja, ist ein Spiel, was so ein bisschen an H.P. Lovecraft erinnert, beziehungsweise aus seiner Feder stammt und daran angelehnt ist. Horror-Adventure-Spiel, kann man sagen. Ich dachte, ich probiere es mal. Ich habe es schon vorher mal auf anderen Konsolen gesehen und wollte mir es immer mal kaufen, aber es war mir immer zu teuer. Und jetzt habe ich einfach mal zugeschlagen. Ich gehe mal kurz auf die Einstellung. Kann man da Grafik was ändern hier? Oh, mir hat es auch gewundert. Der Switch. So, keine Ahnung, wie gut das ist, wie schlecht das ist. Untersuchung. Stehen da neuen Hinweise, die du nutzen kannst und im Fall von mit einem Symbol gekennzeichnet. Die Monster haben die standardmäßige Anzahl von Lebenspunkten und dein Charakterdurchschnitt. Okay, das ist neun, das ist also normal beim Kampf. Und Detektiv. Hinweise, die du nutzen kannst und im Fall sind immer nicht mit einem Symbol gekennzeichnet. Du musst selbst erraten, was heißt nicht. Ich mache erstmal einen Neuankömmling. Wir können später ja immer noch umändern. So, wir fangen einfach mal direkt an. Ich bin ein bisschen gespannt. Eisiger Empfang. Sehr geehrter Mr. Reed, ich habe Nachforschungen an der Stadt Oakmont in Massachusetts angestellt. Wie sich herausstellte, hatten sie hinsichtlich ihrer Visionen recht. Aus dem ganzen Land zieht es Menschen nach Oakmont, die ähnliche Visionen haben wie sie, von einer Stadt, die in den Fluten versinkt und einer großen, uns unbekannten Macht, die hier allgegenwärtig zu sein scheint. Glücklicherweise bin ich wohl auch auf der Ursache gestoßen, sowie auf die Person, die ihnen diesbezüglich helfen kann. Ja, bitte brechen Sie alsbald nach Oakmont auf. Ich werde Sie dann gleich nach Ihrer Ankunft treffen und Ihnen helfen. Herzlich, Johannes van der Berg. Ich habe den Ton kurz leiser gemacht, der war mir jetzt gerade zu laut im Ohr. Vielleicht bin ich auch zu laut jetzt hier mit dem Mikro. Ich hoffe eigentlich nicht. Ich kann mal ein bisschen was einstellen hier. So. Okay, Munition ist in Oakmont Mangelware. Da ist zu fliehen oftmals die bessere Entscheidung. Oh, das ist nicht so cool. Er lädt ja auch noch ewig da oben. Was du mitten im Kampf sicher nicht hören willst, ist das Klicken einer leeren Schusswaffe. Vergiss daher nicht, deine Waffe nachzuladen. Da hat er recht. Drücke den Pfeil nach oben zum Anheften eines Hinweises des aktuellen Felds auf dem Bildschirm. Halte den nach oben gedrückt und schalte mit R durch deine Hinweise. 80%. Boah. Ja, also ich glaube, der lädt hier echt lange. Das Ganze läuft auf der Unreal Engine. Bin ja mal gespannt, wie dieses macht. Wissen ist Macht. Sammle Erfahrungspunkte, um Wissenspunkte zu halten. Hefte Hinweise auf die Karte an, um den vermuteten Ort zu markieren. Bin ein bisschen gespannt, wie das aussieht. Ich habe den Trailer angeguckt, der sah cool aus. Aber wir wissen ja, die Switch nicht so cool. Ab und zu bei der Grafik. Wir sind gespannt. Gucken wir mal. Intro. Okay, das ist ein Video, das sieht man ja. War ein Seemann? Ist ein Seemann oder war ein Seemann? Oh, er sieht Zombies. Oder Monster, Untote, was auch immer. Panikattacke. Befinden wir uns auf dem Boot? Anscheinend. Hä? Ich würde sagen, wir sind auf einen Riff gestoßen. Ist denn groß, das Ganze? Oh, ASMR. Flüstern. Ja, das macht Sinn, darunter zu springen. Das Wasser ist über ihnen. Seht ihr das? Träumt ja. Hab auch gedacht, dass er träumt. Okay. Oh. So, Shift Carrion. Mal gucken, hier in die Dinger reingucken. Kann ich da vielleicht? Hm? Okay, man muss gedrückt halten, damit man das
eine gute Waffe. Kann man die auch mitnehmen? Hey, ach, da ist was drauf. Hoffentlich muss ich meine Waffe nie benutzen. Auch wenn mir mein Bauchgefühl etwas anderes sagt. Gut, was haben wir hier noch was drin? Sehr geehrte Mr. Lee, ich habe nach. Ach, das haben wir schon gelesen. Okay. Fall mal, bedrücke das Pluszeichen. Das ist das Einzige, was ich gerade rausgehört habe, ne? Das ist der Brief. Wahrscheinlich, ne? Ich drücke Plus zum Aktivieren. Fallmappe. Okay, hier kriegt man ein paar Hinweise. Inneres Auge. Na, guck mal. Achso, jetzt habe ich das innere Auge angeschaltet. Wollte ich gar nicht. Das kann ich so anschalten. Ah, okay. Gut, da liegt irgendwas rum noch. Was ist das? Was ist es? Was ist es denn? Klappkamera. Okay, die können wir gebrauchen. Alle Schlüsselhinweise gefunden. Da ist auch irgendwas dran da oben. Komme ich aber nicht ran. Reisewerbung sollte man nicht trauen. Hm. Gehen wir mal raus. Können wir gehen? Sie. So, mögt ihr mich nicht hier oder was? Da sind Sie ja, Mr. Charles Reed. Erfreut, Sie endlich persönlich kennenzulernen. Ganz meinerseits. Johannes van der Berg, zu Ihren Diensten. Ich hatte Ihnen doch versprochen, Sie gleich nach Ihrer Ankunft zu treffen. Ah, verbindlichsten Dank, Mr. van der Berg. Ich ging nicht davon aus, dass Sie das Wort wörtlich meinen. Nennen Sie mich einfach Johannes. Aber wo sind meine Manieren? Willkommen in Oakmont. Diese Stadt hat zwar schon bessere Zeiten gesehen, aber es sind Ihre wichtigsten Stunden. Was mein Problem betrifft? Sie sagten, Sie würden jemanden kennen, der mir mit meinem Problem helfen kann. Die Visionen sind schlimmer geworden. Lebhafte Träume sind hier in Oakmont nichts Ungewöhnliches. Zufälligerweise ist Robert Throckmorton, der Herr, von dem ich Ihnen erzählt hatte, gerade hier am Hafen. Er scheut weder Kosten noch Mühen, um dieses Phänomen zu erforschen. Aber ich fürchte, er hat im Moment ein dringlicheres Problem. Ja, was denn? Wie erkenne ich ihn? Wie erkenne ich Mr. Throckmorton? Keine Sorge. Sie können ihn gar nicht übersehen. Mr. Throckmorton, er sticht aus der Masse hervor. Okay, ich brauche eine Unterkunft. Ich brauche für die Zeit meines Aufenthalts hier in der Stadt eine Unterkunft. Sie als Einheimischer können mir doch bestimmt etwas empfehlen. Darum habe ich mich bereits gekümmert. Ich habe im Devil's Reef Hotel ein Zimmer auf Ihren Namen gemietet. Hier haben Sie den Schlüssel. Ein reizender Name. Ziehen Sie keine voreiligen Schlüsse, Mr. Reed. Wo ist das Hotel? Wie gelangt man in Oakmont am besten von A nach B? Ich würde gerne meine Sachen im Hotel ablegen. Die meisten Einheimischen sind zu Fuß oder mit dem Boot unterwegs. Auch darum habe ich mich bereits gekümmert. Außerhalb des Hafens steht ein Boot für Sie bereit. Sehr zuvorkommend, Johannes. Können Sie mir noch sagen, wo sich das Devil's Reef Hotel befindet? Nehmen Sie diese Karte. Ich habe das Hotel und einige andere interessante Orte eingezeichnet. Welche Orte haben Sie eingezeichnet? Interessante Orte? Zum Beispiel? Sie sind Privatdetektiv, richtig? Ich habe zum Beispiel die Polizeiwache, das Stadtarchiv und die Zeitungsredaktion markiert. Alles Orte, die Sie näher zur Wahrheit führen. Die Stadt ist geheimnisvoll und ziemlich eigen. Die Bewohner sind nicht besonders hilfsbereit. Daher sollten Sie wissen, wohin Sie sich wenden müssen, wenn Sie eine Spur verfolgen. Und was machen Sie hier? Mit was verbringen Sie Ihre Zeit, Johannes? Ich leite einen Philosophieclub für gleichgesinnte Intellektuelle in der Stadt. Dort kreisen unsere Gedanken um Fragestellungen wie Motten um das Licht. Gibt es dieser Tage in Oakmont überhaupt ein Interesse an Philosophie? Ein höheres Bewusstsein erlangt man nur durch Leid, Mr. Reed. Geistige Klarheit stellt sich daher am ehesten in schweren Zeiten ein. Auf Wiedersehen. Ich denke, das ist vorerst alles. Danke, dass Sie mir geholfen haben. Keine Ursache. Es war mir ein Vergnügen, Mr. Reed. Ach, bevor Sie gehen, wo finde ich Sie? Machen Sie sich darüber keine Gedanken. Ich werde Sie finden. Natürlich. So, wir werden erstmal den Typen finden. Lass uns mal die Karte aufmachen. Da ist die Karte. Also wir sind hier am Hafen jetzt wahrscheinlich, ne? Und das Hotel. Huch, das ist aber groß hier, oder?
Ei, das ist groß. Warte mal. Hafen von Oakmont? Hier ist ein Boot für uns. Boah, das ist riesig. Also sieht zumindest riesig aus. Wo ist das? Ist das Hotel? Rathaus? Bibliothek? Polizeiwache? Krankenstation? Also Krankenhaus wahrscheinlich, ne? Ehrenanstalt? Okay, die ist für uns besonders wichtig wahrscheinlich. Riedel Heights, also hier müsste auch das Hotel sein. Ne, ist der Reef, war das, ne? Devil's Reef. Wieso sehe ich das nicht? Wo kann das Devil's Reef sein? Ist das hier? Ah, da. Warte, 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 mach mal auf. Ich will da mal kurz eine Markierung setzen. Geht das? Ne, nicht da. Nein. Warte mal. So, warte mal. Wir setzen mal hier, da ist es. Wir setzen kurz eine Markierung hin. Okay, dann lass uns mal losgehen. So, jetzt keine grafischen Wunder erwarten, aber es sieht ja trotzdem sehr nice aus. Also, jetzt wir nochmal auf einen kleinen Bildschirm angucken, wie es da ist, wenn man auf der Couch sitzt und ein bisschen zockt. Aber so, im Moment, das ist doch okay. Also, klar, ich kann es natürlich jetzt nicht mehr das Switchen so vergleichen, aber das könnte Mr. Strogmont, da sticht auf jeden Fall so was heraus. Eure billigen Ausreden interessieren mich. Der sieht aus wie ein Affe. Niemand verlässt den Hafen, bis mein Sohn gefunden wurde. Und dabei bleibt es. Verzeihen Sie. Sind Sie Robert Throckmorton? Ja, aber ich habe jetzt keine Zeit. Gehen Sie. Ich heiße Charles Reed und bin Privatdetektiv. Ich bin gerade aus Boston hier angekommen. Man sagte mir, Sie können mir vielleicht helfen. Privatdetektiv, sagen Sie? Nun ja. Sieht aus wie ein Gorilla, oder? Können wir uns gegenseitig helfen. Wie so ein Ork von WoW. Was ist denn mit Ihrem Sohn passiert? Darf ich fragen, was Ihrem Sohn zugestoßen ist? Warum interessiert Sie das, Neuankömmling? Wie gesagt, ich bin Privatdetektiv. Menschen aufzuspüren ist mein Spezialgebiet. Albert nahm an einer Tiefsee-Expedition teil, die ich ins Leben gerufen hatte. Dieser Taugenichts hier meinte, er habe gesehen, wie Albert in einem Rettungsboot an die Küste gespült wurde. Er sei kaum bei Bewusstsein gewesen und habe im Wahn in einer fremden Sprache vor sich hingemurmelt. Und dann soll er sogar versucht haben, den Kerl zu beißen. Aber Sie glauben ihm nicht. Ausgemachter Unfug ist das. Ich kenne Albert. Dank meiner Erziehung ist er intelligent und hat eine gefestigte Persönlichkeit. Er ist der Beste seiner Art. Es muss jemand anderes gewesen sein. Alberts Verschwinden geht auf das Konto von Innsmouth an. Da bin ich mir sicher. Wer ist das denn? Sie scheinen auf Innsmouth nicht gut zu sprechen zu sein. Diese fischgesichtigen Verrückten fallen in diese Stadt ein, seit die Polizei Innsmouth niedergebrannt hat. Dreckige Migranten sind das, die schon die halbe Stadt an sich gerissen haben. Den Hafen, die Bezirke Grimhaven Bay, Salvation Harbor, The Shells. Sie sind einfach überall. Sie sind also sozusagen Flüchtlinge? Wenn sie einfach nur Flüchtlinge wären. Sie haben angefangen, für die hiesigen Fischer zu arbeiten und stellen sich gegen uns. Dabei ist die Familie Throckmorton ein Stützpfeiler dieser Stadt. Und die Verbrechensrate hat schwindelerregende Höhen erreicht. Ein großer, stinkender Misthaufen ist das, der nur Ärger macht. Was wissen Sie über die Visionen? Man sagte mir, ich könne mit Ihnen über Visionen reden. Über den Ausbruch einer Hysterie. Ich versuche, diesem Phänomen auf den Grund zu gehen. Ja, ein weiterer Neuankömmling mit einem Problem. Das kenne ich bereits zur Genüge. Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Sie haben vielleicht Nerven. Mein Sohn Albert wird vermisst. Aber niemand in dieser von Innsmouth an verseuchten Stadt rührt einen Finger. Und dann wollen Sie auch noch mit mir über Visionen reden. Sie sehen aus. Bitte verzeihen Sie mir meine Direktheit, aber jemanden wie Sie habe ich noch nie gesehen. Das liegt an der einzigartigen Erblinie der Throckmortons. Durch unsere Adern fließt besonderes Blut. Und wir sind stolz darauf. Mein Vater vereinigte sich mit der Angehörigen einer königlichen Familie, der es zu verdanken ist, dass all unsere Nachkommen mit diesen herausragenden Merkmalen gesegnet sind. Hat er mit den Affen gebumst? Mr. Throckmorton,
Gestatten Sie mir, Ihnen zu helfen. Ich habe viel Erfahrung darin, vermisste Personen ausfindig zu machen. Ich werde Albert finden. Was lässt Sie glauben, dass Sie Erfolg haben werden? Oakmont ist Neuankömmlingen gegenüber nicht besonders aufgeschlossen. Sagen wir einfach, dass ich manchmal Dinge sehe, die andere nicht sehen. Außerdem haben Sie nichts zu verlieren. Und Sie scheinen jede Hilfe zu brauchen, die Sie kriegen können. Da haben Sie nicht ganz unrecht, Neuankömmling. Vera. Vera? Entschuldigung, sagten Sie Vera? Was heißt das? Sie sollten sich mit dem Oakmonter Dialekt vertraut machen, Neuankömmling. Diese Verschmelzung verschiedener Sprachkulturen ist faszinierend. Sofern man bereit ist, sich darauf einzulassen. Vera bedeutet so viel wie gut, womit ich zum Ausdruck bringen wollte, dass ich einverstanden bin. Verstehe. Danke. Erzählen Sie mir von Alberts Verschwinden. Ich muss mehr darüber wissen, was Albert zugestoßen ist. Dane, haben Sie mir nicht zugehört? Ich habe Ihnen bereits alles gesagt. Albert ging auf Expedition und wurde dann an der Küste in einem Rettungsboot gefunden. Dieser Fischer brachte ihn angeblich zum Haus der Fischer und verließ es dann, um mich zu holen. Aber als ich hier ankam, fehlte von meinem Sohn jede Spur. Sonst noch etwas? In dem Haus muss etwas Schlimmes passiert sein. Am besten trödeln Sie nicht länger herum und sehen sich selbst dort. Das machen wir. Wo ist denn das Haus? Wo befindet sich das Haus, in das Ihr Sohn Albert angeblich gebracht wurde? Bei Cowhill, ich dachte, Sie sind Privatdetektiv. Wir stehen direkt davor. Wo ist das Rettungsboot? Sie erwähnten ein Rettungsboot. Ist es noch irgendwo hier? Ja. Richten Sie Ihren Blick auf das Haus. Gehen Sie dann nach links, bis Sie einen Strandabschnitt erreichen, an den ein Zaun angrenzt. Dort ist das Rettungsboot. Okay. Ich mache mich an die Arbeit. Ich würde zwar lieber das schöne Wetter genießen, Mr. Throckmorton. Aber ich mache mich besser an die Arbeit. Finden Sie meinen Sohn, Neuankömmling. Und zwar schnell. Gut. Haus des Fischers. Gehen wir da mal rein. Das scheint das hier sein, ne? Okay. Drücke R, um die Taschenlampe anzumachen. Das machen wir mal. Ist das das Haus des Fischers? Hier sind nur Fische. Okay, also schön ist das Haus nicht von ihm. Sieht eigentlich sehr rot aus. Ein paar Fische ausgenommen worden. Auch Fische. Hier sind irgendwie überall nur Fische. Hier ist eine Lampe. Okay, gehen wir mal nach oben. Oh, da ist ein Polizist. Da gucken wir uns das mal an. Man muss enorm viel Kraft aufwenden, um so einen Schrank zu bewegen. Geschweige denn umzuwerfen. War nicht ganz unrecht. Wo können wir mit dem Polizisten auch reden? Ich bin gespannt, was Sie finden werden, Neuankömmling. Mal gucken, die Blutspur mal. Hier wurde heftig gekämpft und jemand versuchte zu fliehen. Naja, hat er ja geschafft anscheinend. Ist da jemand rausgesprungen? Guck, da liegt jemand. Ich bin mit ihm hier erstmal. Hallo? Hey. Können Sie mich hören? Oh, oh, mein Kopf. Was? Wer sind Sie? Sind Sie von der Polizei? Ich habe denen schon alles gesagt. Schon gut. Charles Reed, Privatdetektiv. Mr. Throckmorton hat mich damit beauftragt, seinen Sohn zu finden. Oh, okay. Was wollen Sie? Sagen Sie mir, was passiert ist. Ich will wissen, was hier passiert ist. Jedes kleinste Detail. Ich kann mich nicht an viel erinnern. Paul, Louis und ich, wir drei waren hier. Das ist unser Haus. Barry war draußen und hat gearbeitet. Dann hat er plötzlich Throckmortons Sohn reingetragen. Er war bewusstlos und hat kaum geatmet. Anschließend ist Barry wieder raus, um Robert Throckmorton zu holen. Und dann? Wir haben den Burschen in Louis' Zimmer gebracht. Dann hat er plötzlich angefangen, komische Geräusche zu machen und... Oh, mir wäre fast der Kopf geplatzt. Er kam wieder zu Bewusstsein und... Ab da weiß ich nichts mehr. Dann war alles wie ein Traum. Überschwemmte Straßen, ein schlafender Riese, eine Stimme, die nach mir rief. Wow. Kommt mir bekannt vor. Ich auch schon geträumt. Wer sind Sie denn? Erzählen Sie mir etwas über sich. Ich heiße Will. Will Hammond. Ich bin Fischer, so wie alle, die hier wohnen. Ich, dann Paul, der arme Kerl,
Barry und der Innsmouther Lewis Flynn. Wir sind nach der Flut hierher gezogen. Davor habe ich für die Eisenbahn gearbeitet, aber da geht nichts mehr, also wurde ich Fischer. Ich hatte die Wahl. Entweder fischen oder sterben. Hm. Wo sind die anderen? Wo sind ihre Mitbewohner? Da, auf dem Boden, das ist Paul. Möge Kaul seiner Seele gnädig sein. Barry steht draußen bei Mr. Throckmorton. Der Glückspilz hat von all dem nichts mitbekommen. Aber ich habe keine Ahnung, wo Lewis und der Sohn von Mr. Throckmorton jetzt stecken. Ich befürchte langsam das Schlimmste. Was ist Paul zugestoßen? Wissen Sie, wie Paul zu Tode kam? Nein, als ich wieder klar im Kopf wurde, war er schon tot. Cowell hab ihn selig. Wer ist Cowell? Wer ist denn dieser Cowell? Zeigen Sie ein bisschen mehr Respekt, Neuankömmling. Cowell ist der Herr, das Licht, die Liebe. Tut mir leid, das wusste ich nicht. Belassen wir es für den Moment dabei. Passen Sie auf sich auf, Will. Bitte, Sir. Sie sind Detektiv. Sagen Sie mir die Wahrheit. Könnte ich es gewesen sein? Habe ich Paul auf dem Gewissen? Oh, Cowell. Habe ich ihn getötet? Das weiß ich noch nicht, Will. Versuchen Sie, sich hier ein wenig auszuruhen. Die Polizei hat sowieso die Gegend abgeriegelt. Hoffentlich schlafe ich nicht ein und habe dann Albträume. Hm. Okay, hier liegt Paul. Man kann kaum das Gesicht dieses armen Kerls erkennen. Es wurde förmlich zu Brei geschlagen. Da braucht man auch ordentlich Kraft für. Huch, da habe ich Visionen. Was. So wird das nichts mit einem Full House. Wundert mich, dass hier nicht das Foto von jemandem hängt. Oh, so wie in jedem billigen Film. So was hier denn los? So ein Messer habe ich noch nie gesehen. Allerfeinste Handwerkskunst. Darf ich aber nicht behalten? Okay, steht irgendwas Besonderes drauf? Nicht oben, doch, ne. Gut. Wer ist da auf dem Bild? So sehen also Innsmouther aus. Okay. Inneres Auge, drück zum Aktivieren. Ach, guck mal. Was kann ich denn da jetzt machen? Retrokognition. Retrokognition bedeutet so viel wie zurücksehen oder das mögliche Ereignis zu sehen und zu verstehen, die sich in der Vergangenheit abgespielt haben. Wenn du genügend Hinweise an einem Schauplatz gefunden hast, ereilt dich eine Vision, in die du eintauchen kannst, um alle wichtigen Szenen des Ereignisses zu finden. Bestimme die chronologische Reihenfolge der Szene, um neue Hinweise zu erhalten. Okay. Das klingt ja auch spannend, oder? Nimm das, Affengesicht. Okay. Hier hat also ein Kampf stattgefunden. Ja, lauf nur weg. Dann ist er abgehauen. Was geschieht mit mir? Okay, dann wollen wir mal sehen. Das Affengesicht. Nee, warte mal. Nee, warte mal. Das muss, glaube ich, so gewesen sein, ne? Er wacht wahrscheinlich hier auf. Nimm das und dann ist abgehauen. Nimm das Affengesicht. Lauf nur weg! Als Albert Throckmorton aufwachte, war er nicht mehr er selbst.
Er attackierte die Fischer und seine Hysterie griff auf sie über. Er wurde verwundet und floh. Alle Schlüssel haben wir gefunden. Das ist natürlich mal Detektivarbeit von mir hier, ne? Gehen trotzdem in diesen Raum nochmal. Jetzt habe ich gerade so einen komischen Blick hier trotzdem. Achso. Alkohol, Metall. Tut, tut. Mein Kopf. Ich höre immer noch diese Stimmen. Ich bin gespannt, was Sie finden werden, Neuankömmling. Na gut, vielleicht reicht das ja schon. Wir können draußen schon mal mit dem Vater nochmal reden. Könnte ja sein, dass es klappt. Kann man hier auch rausgehen? Ah, hier ist auch noch ein Zimmer. Okay, was machen wir hier? Der Schlafplatz des Hundes sieht besser aus als der seines Besitzers. Oh, hier. Oh, Patronen, Schießpulver. Das ist nicht gut. Kann er gebrauchen? Das Buch ist feucht und beschädigt, wurde aber offensichtlich pfleglich behandelt. Okay. Pass auf, wir gehen mal raus. Ich habe Ihnen klare Anweisungen gegeben, oder? Was hast du? Was habe ich denn? Also, Gedankenspiele. Da muss ich irgendwas machen wahrscheinlich. Aber was? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Irgendwas drücken. Also, wir haben Gedankenspiele da oben. Ah, okay. Alban benahm sich sonderbar. Alban benahm sich, was gucken wir da? Schlussfolgerung. Was soll ich denn machen? Es wird ein Konflikt zwischen den Familien. Okay, das wissen wir ja. Einer Fischer wird vermisst. Albert ergriff und die Flut plötzlich einfach Wahnsinn. Okay. Okay. Von Albert ging eine Gefahr aus, okay. Okay, und dann haben wir Albert benahm sich sonderbar und hatte plötzlich einen Anfall von Wahnsinn. Okay. Albert steckte jeden in seiner Nähe mit seinem Wahnsinn an. Lass mal kurz überlegen. Albert griff die Frucht. Nach der Auseinandersetzung im Haus des Fischers lief Albert davon und wurde von Lewis, einem der Fischer, verfolgt. Mit übersinnlichen Kräften sollte ich sie aufspüren können. Albert steckte jeden in seiner Nähe mit seinem Wahnsinn an. Okay, ich kann Albert aufspüren. Drücke für weitere Informationen. Zeichen folgen. Mit Hilfe eines inneren Auges kannst du Zeichen sehen, die den Weg weisen. Folge den Zeichen. Probieren wir mal. Das innere Auge ist hier. Ich denke mal, die Zeichen werden hier sein. Kann ich mal runtergehen? Da ist Albert. Okay, er läuft in die Richtung. Hier. Hier. Da. Okay. Was passiert hier gerade? Hier ist es zusammengebrochen. Passiert hier hinten noch irgendwas? Nee. Ach, da ist was. Okay. Patronenhülsen.
Der Fischer hat Albert also verfolgt und dabei sogar auf ihn geschossen. Okay. Neu haben wir was für Gedankenspiele. Huch. Ach, was machst du denn da? Da war das. Okay, dann gucken wir mal auf die Gedankenspiele. Albert ergriff die Flucht. Louis schoss ohne Vorwarnung. Nee. Louis wollte aber womöglich töten. Louis wollte aber womöglich nicht verjagen, sondern gezielt töten, weil er ein Throckmorton ist. Da. Louis und die anderen Innsmouser in Auckland leiden unter den Throckmortons, deswegen Louis die möglicherweise hasst. Okay. Okay, laufen wir weiter hier mit dem. Ist hier weitergelaufen? Hier passiert wieder irgendwas? Hä? Hier ist der eine. Hier ist, da ist was. Was ist das denn? Trotz seiner Verletzung konnte Albert so hoch klettern. Robert Throckmorton hat wohl nicht übertrieben, als er gesagt hat, Albert sei der Beste seiner Art. Wir kommen da nicht rüber. Kann ich außen rumgehen? Nee. Ist die Frage, was er jetzt gemacht hat. Er ist da hochgeklettert. Da hat jemand geschossen. Warum ist er? Können wir da auch aufklettern? Vielleicht mal hier? So. Da läuft er wieder längs. Wo läuft er hin? In die Hütte. Ah, okay. Lager. Okay. Hier passiert wieder irgendwas. Was ist das? Ein Stück Stofffetzen? Da ist was drin. Hm, da steckt etwas in der Tasche. Louis, bitte gib mir noch eine Woche. Ich habe meine Schuld nicht vergessen. Aber so wie bei allen anderen und läuft es im Moment einfach nicht gut. Die Bullen schnüffeln die ganze Zeit am Hafen herum. Wie soll ich da meine Vorräte für die Bar aufstocken? Aber keine Sorge, ich habe gute Leute an der Hand, die mich wahrscheinlich bald regelmäßig beliefern können. Nur noch eine Woche, dann kann ich dir das Geld mit doppelten Zinsen zurückzahlen. Na gut, wer sagt? Das Blut ist frisch. Wer auch immer hier geblutet hat, kann nicht weit gekommen sein. Hier ist noch mehr Blut. Gut, jetzt im Schrank hin. Die Tür gibt nicht nach. Okay, was kann man da machen, ist die Frage. Gibt's noch einen anderen Weg? Kann ich die Tür aufschießen? Oder kommt man hier irgendwo an dem Weg durch? Kann ich meine Waffe rausholen irgendwie? Da oben. Wegschießen? Also warte. So geht das. Bin ich gespannt. Oh oh. Oh. Ich hab, glaube ich, keinen Schlüssel mehr. Das war's. Ganz ehrlich, ich habe alle meine Patronen verballert. Hab dafür aber schön einfach mal mit einem Ziegelstein getroffen. Wie dumm war denn das?
Hier hängt jemand. Ein Einschussloch in der Stirn. Der Schuss war tödlich und wurde gezielt abgegeben. Das ist auf jeden Fall der Sohn, denn er ist ja komplett. Hat ein komplettes Affengesicht. Lass kurz hier gucken. Okay. Gucken wir uns die Gedankenspiele nochmal an kurz. Louis, der immer noch, der fließt den Tatort. Ein Barbesitzer hat bei Louis Schulden. Nee. Ja, warte mal. Ein Barbesitzer hat bei Louis Schulden. Louis, der Insmauser, der Albertson auf dem Gewissen hat, versteckt ihn möglicherweise in der Bar am Hafen von Oakmont. Das stimmt. Louis könnte sich in der Bar verstecken. Okay, versuchen wir eben mal in der Bar das rauszufinden. So kann man hier hochgehen, man kann hier längst wohin. Ist auch irgendwie Quatsch. Na gut, gehen wir hier hoch. Ist die Frage, wo die Bar ist. Einsetzen sollen schon. Huch. Man sieht hier auch nichts, ne? Ja. Vielleicht können wir ja dem Typen aber schon mal sagen, dass sein Sohn erschossen wurde, beziehungsweise umgebracht wurde. Das würde ja schon Sinn machen, oder? Wer schon mal Bescheid weiß. Weiß nicht, ob man es schon ihm sagen kann. Wir sind ja schon ziemlich weit gekommen. Ihr Sohn wurde ermordet. Mr. Throckmorton, leider habe ich schlechte Neuigkeiten. Oh nein. Ich habe Ihren Sohn im Untergeschoss eines Lagers hier in der Nähe gefunden. Es tut mir leid, aber er wurde ermordet. Jemand schoss ihm in den Kopf und versteckte dann die Leiche. Nein. Nein, nein. Ich kann es nicht glauben. Das darf nicht wahr sein. Nein! Mein Beileid. Mein Beileid, Mr. Throckmorton. Ich hatte gehofft, die Sache würde ein gutes Ende nehmen. Mein armer Junge. Unser Blut, sinnlos vergossen für nichts und wieder nichts. Ihre Beileidsbekundung macht ihn auch nicht wieder lebendig. Sagen Sie mir, dass Sie wissen, wer es war. Ich will dem Mörder in die Augen sehen und hören, wie er um Gnade winselt. Offenbar ist ein Fischer namens Louis der Mörder. Er trug eine Waffe bei sich und verfolgte Albert nach dessen Flucht aus dem Haus. Louis heißt er also. Was wissen Sie über ihn? Sie hatten recht. Er ist ein Innsmouther. Oh, dieser Abschaum ist zu weit gegangen. Wenn ich mit den Innsmouthern fertig bin, werden sie es bereuen, einem Throckmorton das Leben genommen zu haben. Bringen Sie mir diesen Mistkerl Louis. Ich werde ihn zur Rechenschaft ziehen. Wenn Sie das für mich tun, helfe ich Ihnen bei allem, was Sie wollen. Okay, das können wir gerne machen. Machen wir aber erst beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kommentar da. Wenn ihr sagt, nö, muss nicht sein, dann lassen wir das und spielst weiter für mich. Würde mich freuen. Bis dahin. Tschüss.